Ja, es ist nicht leicht, darüber zu sprechen. Und viele haben es vermutet, viele haben darüber spekuliert, hinter vorgehaltener Hand darüber diskutiert. Und ja, auch ich bin zu 99% Ausländerin. Keiner hätte es je gedacht, aber auch ich wurde von meinen Eltern zu einem Kind mit Migrationshintergrund gemacht. Aber keine Sorge, ich bin Ausländer erster Klasse, ich bin Europäerin, ich bin Österreicherin, ich bin ein Mensch, ich bin eine Frau, ich bin ein Erdenbürger auf der Suche nach dem letzten bisschen Menschlichkeit. Ich bin zu 100% österreichischer Qualitätswirtschaftsflüchtling in Deutschland. Ich werde nicht verfolgt, mein Leben ist nicht bedroht, ich habe nur nicht allzu viel Geld und Deutschland sich für mich und meine Familie als günstige Alternative anbot und keinen hat es interessiert. Niemand sagt mir, du gehörst hier nicht her, keiner sieht mich komisch an. Naja, meistens jedenfalls. Mein Pass wird nicht kontrolliert und ich kann tun und lassen, was ich will, denn jeder weiß, ich bin weiß. Ich spreche fließend Deutsch, ich falle hier eigentlich gar nicht auf, denn auch du und sie und er, ihr seht auch nicht wirklich wie alle anderen hier aus, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Nein, es ist großartig. Es lebe die Vielfalt, Multikulturalität, Individualismus. Denn ich bin voll stolz, jetzt so mal so auf die ganze Welt gerechnet, zu 99% Ausländerin. Eigentlich komme ich doch viel öfter von woanders als von hier. Und das macht es doch erst so richtig interessant. Und wenn ich reise, ist es mutig, abenteuerlustig, ja, bewundernswert, obwohl ich grundlos nur mich zu amüsieren die Welt erkunde. Mein Smartphone-Selfie-Speicherplatz platzt schon fast vor lauter Hashtag Selfies mit bedeutungsvollem Hintergrund. Warum ist es so verdammt egal, ob in diesem kleinen Ding, in diesem fetzen Papier Österreich, Schweiz, Deutschland, Lettland, Litauen oder Finnland steht? Keiner sagt, man nur mehr so europäische Selbstverfolgungsflüchtling braucht man dort aber wirklich nicht mehr. Stell dir vor, du hast dein Ziel erreicht und niemand will dich haben. Das Wasser steht dir bis zum Hals und das Atmen fällt dir schwer. Du hast nichts mehr, nur dich selbst und deine Erinnerung, die du eigentlich viel lieber vergessen willst. Stell dir vor, du bist Flüchtling, ehemals Mensch, denn an der Grenze hieß es, herzlich willkommen in Europa, jetzt bist du nicht mehr Mensch, jetzt ist dein Status Flüchtling. Stell dir vor, du versuchst dein Leben und das deiner Kinder zu retten und jeder sagt dir, nein, du bist es nicht wert, du bist nicht wie wir, niemand will dich hier. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht fort. All die Flüchtlinge bleiben Menschen und verharren vor Ort. Europa tanzt in einem schwingenden Sommerkleid in seine mehr oder weniger unbeschwerte Zukunft und hält sich dabei Augen und Ohren gleichzeitig zu, denn was ich nicht sehen kann, das ist mir egal. Stell dir vor, es ist Krieg und all die Flüchtlinge wären jetzt tot. Haben denn die Menschen noch nicht kapiert, dass Flüchtling kein Äquivalent für extremistischer IS-Terrorist ist? Und ja, es geschehen schlimme Dinge auf dieser Welt und die meisten davon kann ich echt nicht verstehen, warum der Wert eines Menschenlebens quasi null beträgt. Ich glaube an das Gute an den Menschen, in Gerechtigkeit. Und nur wenn einer Terrorist ist, dann sind alle, die die gleiche Hautfarbe, Religion oder Haarfarbe, Nation haben, auch welche. Problem gelöst. Hände hoch, sie wurden ertappt. Warum wird man für etwas bestraft, für etwas verurteilt, vor dem man selbst verzweifelt zu entkommen versucht? Werfen wir sie doch alle in einen Topf, schmecken sie mit ein, zwei rassistischen Anekdoten, Fremdenhass und einer ordentlichen Prise IS-Terrorismus ab und nennen es Flüchtlingspolitik, serviert mit falschen Statistiken und Panikmache in den Medien. Perfekt. Nein, ich bin gegen Terrorismus und Rassismus, aber doch für Feminismus und eindeutig gegen Genderismus. Ich bin gegen Ausgrenzung und Fremdenhass, vor allem aber vor Intelligenzverweigerung, Menschlichkeitsverdrängung und präventiver Territorialabgrenzung. Denn wenn jeder sagt, die Stickel dort ist kehrt mir, das Zäune im Ei, vielleicht brauche ich es ja irgendwann einmal. Und wir verlernen miteinander zu teilen, weil sich jeder sein Gebiet absteckt und einzäunt. Dann wird uns ein einsam grausames Schicksal ereilen. Warum haben so viele Menschen Panik davor, dass man ihnen ihre Religion und Kultur wegnimmt? Was in meinem Kopf und Herzen ist, das kann mir doch niemand wegnehmen. Und wenn ich doch so von meinen eigenen Ansichten überzeugt bin, was kann mir dann jemand anhaben, der an etwas anderes glaubt? Gott weiß, ich bin kein religiöser Mensch, aber hat Jesus nicht andere geheilt und alles geteilt? War er nicht ein Verfolgter, ein Flüchtling?
Warum sehen so viele weg? Ja, ich bin auch für Soforthilfe vor Ort, aber die Tatsache, dass schon so viele Menschen hier sind, kann man doch nicht ernsthaft noch länger ignorieren. Die meisten dieser Menschen haben niemandem von uns etwas getan und doch gibt es so viele, die gegen sie sind. Diese Nazis gefährden meine Gesundheit, denn mein Nacken ist schon total verspannt vom permanenten Kopfschütteln über verstandlose Menschen, die verständnislos, ohne zu verstehen, was sie sagen, Menschen diskriminieren und verbittert versuchen, deren Zukunft zu eliminieren. Ich kann mich nicht erinnern, ich war nicht dabei, aber soweit ich weiß, war hier vor nicht allzu langer Zeit noch einiges los und ich wäre heute nicht hier, wenn meine Familie nicht gegangen wäre, nicht geflohen. Ja, sie waren auch mal Flüchtlinge und darüber bin ich froh. Ich bin Österreicherin, eine Frau, zu 99% Ausländerin. Ich bin ein 7.394.424.960. geschätzte Weltbevölkerung. Ich bin Optimistin, ein Mensch auf der Suche nach dem letzten bisschen Menschlichkeit.